Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Video dazu, welchen VPN-Anbieter man heutzutage überhaupt noch wählen kann. Es gibt einen Kerl, der hat sich da wirklich extrem viele Gedanken dazu gemacht und den findet ihr auf thatoneprivacysite.net. Unter VPN-Section könnt ihr ein wunderbares Chart runterladen. Ich habe das hier schon mal offen für euch. Da werden wirklich die allermeisten VPN-Anbieter aufgelistet. Ihr seht, wie viele das sind. Also wirklich extrem viele VPN-Anbieter und die werden dann einfach, ja, ihr könnt hier quasi durchseppen, welche gut für euch sind und welche nicht so gut für euch sind. Die, die rot sind, sind natürlich schlecht, gelb ist gerade noch so in Ordnung und grün ist eigentlich ziemlich gut und dann kann man natürlich hier schauen, okay, in welchem Bereich sind sie gut und welchem nicht so. Das ist diese Simple Comparison, hat er es genannt, das ist einfach, ja, nicht so detailliert natürlich, er hat es einfach bewertet hier und ihr könnt quasi relativ schnell rausfinden, okay, ist in Ordnung, Pricing hier, wie teuer ist das Ding? Muss man natürlich immer für sich entscheiden. Gute VPNs werden natürlich auch ein bisschen teurer sein als nicht so gute VPNs. Und ja, wenn man dann hier rüber geht, hat man hier noch so viele Kategorien, also wirklich abartig viele Kategorien. Da kann man sich dann noch ein bisschen mehr informieren, was denn hier genau passieren soll oder was überhaupt so alles der Fall ist. Ganz kurz als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal Perfect Privacy. Perfect Privacy sagt den allermeisten von euch was. Wir nehmen einen weiter oben, wir nehmen einen, wo wir hier das auch lesen können, was hier gerade so passiert. Wir nehmen jetzt einfach mal den obersten, FreeMonkey. Das soll keine Werbung für FreeMonkey sein. Ihr seht, er ist relativ schlecht bewertet, es soll auch keine Anti-Werbung sein. Er ist relativ schlecht bewertet, überall gelb oder rot und hat sogar hier ziemlich teuren Preis. Er stammt aus der Schweiz und das Problem daran ist, dass wir hier sehen, okay, wie hart überwachen diese Länder? Und wir sehen hier immer so eine Einordnung, wie hart überwacht denn ein Land? Da gibt es natürlich den schlimmsten Fall, es gehört zu den Top 5. Das ist dann in dem Fall, ja gut, USA, UK und Kanada gehören zu den schlimmsten 5. Australien gehört auch noch zu den schlimmsten 5. Und ja gut, wenn es not disclosed ist, ist natürlich auch doof. Okay, also not disclosed heißt so viel wie es ist nicht bekannt. So, das bedeutet, wir haben hier nicht den schlimmsten Fall, also es gehört nicht zu den Top 5, gehört auch nicht zu den Top 14, wie wir zum Beispiel hier in Deutschland, aber es kooperiert mit diesen Top 14 bzw. den Top 5, aber ist in Ordnung. Okay, so, was wir hier noch sehen ist Logging. Logging ist extrem wichtig, das ist eigentlich das Allerwichtigste bei einem VPN, nicht ganz, nein, eigentlich ist alles wichtig, aber egal, Logging ist extrem wichtig. Das bedeutet so viel wie, wird mitgeschnitten, wo ihr jetzt gerade zugreift. Das heißt, wenn ich jetzt über meinen VPN eine Webseite aufrufe, sagen wir mal, ich lade einen Torrent runter über VPN, dann wird das Ganze gelockt, dann weiß der Anbieter, dass ich gerade einen Torrent runtergeladen habe. Wenn es nicht gelockt wird, dann weiß er es nicht, weil, ja, ist nicht so. Also Logging bedeutet sozusagen, es existieren Mitschnitte von den Verbindungen und die kennen natürlich auch eure realen IP-Adressen. Deswegen ist VPN immer so eine Sache von Vertrauen auch. Gut, wichtig ist natürlich, dass hier eigentlich nicht gelockt wird. Die Frage ist natürlich, inwieweit kann man diesen Aussagen von den Betreibern vertrauen? Deswegen immer schön mit Vorsicht genießen, nicht alles für bare Münze nehmen. Es wird hier bei unserem FreeMonkey der Traffic nicht mitgeschnitten, das ist schon mal sehr gut. Die Requests, keine Aussage darüber, wobei man natürlich auch diesen Traffic hier, also wenn hier auf jeden Fall steht, dass sie mitschneiden, dann ist auf jeden Fall schon mal ein No-Go dieser VPN. Während wenn sie sagen No, muss man natürlich immer überlegen, okay, kann ich denen jetzt vertrauen oder nicht. Die Requests bedeutet, welche Webseite frage ich an, Traffic bedeutet, was genau für Daten beziehe ich denn darüber. Timestamps, Bandwidth und IP-Addresses sind, was für Verbindungen gehe ich tatsächlich ein und wann gehe ich diese Verbindung ein. Das ist natürlich auch immer eine Variante, muss man sich überlegen, ob man das mitgeschnitten haben möchte. Am besten eigentlich nicht. So, Aktivismus ist eine interessante Kategorie, wie ich finde. Wichtig ist vielleicht für euch, dass ihr mit Bitcoin bezahlen könnt. Bitcoin ist ein anonymes Zahlungsmittel, zumindest momentan noch. Ich nehme das Video im April 2017 auf, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wenn ihr mit Bitcoin nicht bezahlen könnt, müsst ihr mit irgendwas bezahlen, womit ihr wahrscheinlich verfolgbar seid. Also zum Beispiel über PayPal oder sowas. Dann kann es passieren, dass jemand weiß, diese IP-Adresse gehört oder dieser Account gehört zum richtigen Benutzer oder zu diesem realen Menschen. Denn PayPal ist ja nicht gerade anonym, was ja auch nicht gerade der Sinn ist. Aber für solche Zwecke wäre es natürlich sinnvoll, eine anonyme Zahlung zu haben und das kann man natürlich mit Bitcoin machen. Method, ja gut, ich werde jetzt nicht durch alles durchgehen, ihr könnt da selber mal durchlesen, die wichtigsten gehe ich jetzt gerade mal drüber.
Leak Protection ist vielleicht auch nicht gerade uninteressant, aber die sind relativ selten, wie wir sehen können. Ja, das hier sind sozusagen zusätzliche Features und wir sehen, hier dünnt sich es immer mehr aus. Die meisten Anbieter geben hier überhaupt nicht genaue Sachen an. Es ist wichtig natürlich, dass verschlüsselt wird, deswegen 443 sollte man schon mal benutzen. Multihop ist natürlich geil, wenn man es hat. Das bedeutet, dass man nicht nur ein VPN hat, sondern man hat ein VPN, dann geht man in VPN und dann geht man nochmal in VPN und dann erst geht man auf die reale IP-Adresse. Ähnlich wie das Tor-Netzwerk, nur dass es nicht über andere Nutzer geht, sondern eben über einen bezahlten Server und dadurch die Geschwindigkeit eben höher ist. Okay, ja, so viel kurz dazu. Neutralität bedeutet, wird jeder Verkehr gleich behandelt, und mit Verkehr meine ich natürlich Netzwerkverkehr. Wir sehen hier, dass manche VPN-Anbieter hier auch zum Beispiel File-Sharing oder Peer-to-Peer-Netze, also Torrents zum Beispiel, verbieten, während hier Outen soll bedeuten, dass man zum Beispiel ausschalten kann, wenn man was nicht haben möchte. Über E-Mail zum Beispiel, ihr könnt da auch überall drüber fahren übrigens, dieses Teil ist wirklich super gut und dann seht ihr da, was da so genau dabei steht. So, Average Speeds ist natürlich nicht gerade uninteressant, in Prozent, je höher, desto besser natürlich, denn ich möchte natürlich viel benutzen können, also ich möchte nicht unbedingt gedrosselt werden, weil ich jetzt ein VPN benutze. Hier sehen wir eine 0, das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, wäre aber natürlich sehr, sehr fatal. Okay. Hier drüben sehen wir, was genau verschlüsselt wird und wie verschlüsselt wird. AES 128 finde ich persönlich übrigens nicht mehr so geil, aber AES 256 ist super gut. Dann RSA 4096 ist auch super gut. Aber wie gesagt, die meisten haben hier überhaupt keine Angaben gemacht, deswegen brauchen wir da eigentlich auch nicht so genau durchgehen. So, Availability ist natürlich schon mal sehr, sehr wichtig. Wie viele Server stehen zur Verfügung? Aus wie vielen habt ihr Auswahl? Das heißt, wenn eine Milliarde ist vielleicht ein bisschen viel, aber wenn 100 Nutzer auf einen Server zusammenkommen, also sagen wir mal, jemand hat 1000 Nutzer und er hat 10 Server, dann habt ihr 100 Nutzer auf einem Server drauf. Und das heißt, ihr müsst euch die Bandbreite dieses Servers teilen, und zwar durch 100. Das heißt, wenn der Server eine Anbindung von, keine Ahnung, 10 Gigabit oder sowas hat, dann bleiben für euch noch genau 100 Mbit und das ist eigentlich absolut in Ordnung. Während wenn der Server nur 1 Gigabit Anbindung hat, dann bleibt für euch nicht mehr so allzu viel übrig. Okay, deswegen ist hier, wobei 10 Mbit ist auch noch in Ordnung, deswegen ist die Anzahl von Servern vielleicht gar nicht mal so uninteressant hier. Und vielleicht ist es auch spannend, aus wie vielen Ländern kann ich denn auswählen, also in welche Länder möchte ich denn rein? Möchte ich zum Beispiel immer einen VPN in die USA haben? Ist vielleicht nicht die beste Idee. Möchte ich auch die Möglichkeit haben, keine Ahnung, zum Beispiel nach Südfrankreich oder sowas zu gehen? Dann wäre es vielleicht interessanter, hier viele Länder zu haben. Okay, also es ist natürlich immer so eine Frage, was braucht ihr, wie geil möchtet ihr eigentlich ein VPN haben und wie viel seid ihr bereit zu zahlen? Gut, Tracking-Cookies und generell Trackers hier, Konfigurationseinstellungen, wie viele APIs habt ihr? Wenn ihr eine API habt, könnt ihr dagegen programmieren, ist natürlich auch hammergeil. Was für ein Rating hat es? Gut, keine Ahnung, wo dieses Rating herkommen soll. Und hier noch ein bisschen mehr zu den Preisen, die man hier pro Monat sehen kann. $1 ist wirklich verdammt wenig. 33 Cent, wirklich, ist gratis? Okay, auf jeden Fall, ja. Wir haben hier haufenweise Preisvergleiche sozusagen. Und hier sehen wir dann Business Practices oder Ethics. Das ist natürlich immer die Frage, was möchte man? Hier zum Beispiel ist Spam erlaubt über diesen VPN, was natürlich eigentlich eher schlecht ist, also ich mag Spam auch nicht, keiner mag Spam und deswegen ist es vielleicht auch einfach eine Frage, möchte ich diesen VPN jetzt unterstützen, wenn er Spam erlaubt, wohingegen, ja, wir haben hier haufenweise Einstellungen und da könnt ihr euch einfach mal durchklicken, ich dachte mir, das interessiert vielleicht die einen oder anderen unter euch und ihr habt da vielleicht Bock, euch mal einen vernünftigen VPN rauszusuchen. So, das war's von meiner Seite, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, beziehungsweise That One Guy konnte euch weiterhelfen und ja, wir hören uns, bis dann, ciao!